Mein Name ist Reinhard Horstkotte. Ich bin 48 Jahre alt, habe drei Kinder und bin verheiratet. Und ich bin künstlerischer Leiter von den Roten Nasen. Und ich bin Clown. Für mich war der Clown so ein Sinnbild des Menschlichen und dieser Ambivalenz, dass man irgendwie jetzt auf der einen Seite ein ganz normales Leben führt, vielleicht. Und auf der anderen Seite aber in einer ganz anderen Welt ist, an einer Welt von Fantasie und in einer Welt der Sehnsucht, der Poesie und vielleicht auch nicht so richtig reinpasst in die Welt. Ja, das war vielleicht immer mein Thema. Und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch diese Idee des Clowns als ganzen Menschen, als dieser Menschen, der am Zirkuswagen sitzt. Ich hatte immer so diese romantische Verklärung von einem Clown, der vorm Zirkuswagen sitzt und so eine Weisheit hat. Also das Leuchten noch in seinen Augen. Und ich war immer sehr also inspiriert von dem Henry Miller Buch, Das Lächeln am Fuße der Leiter von Henry Miller, wo es darum ging, nicht den Clown nicht so sehr das Lachen, aber sogar die Glückseligkeit zu bringen. Also mein erstes Erlebnis war, ich bin an ein Zimmer gekommen und da war ein Junge, der hatte starke Mukoviszidose. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, bei dem sich sehr viel Phlegma, also sehr viel Schleim bildet und dadurch sozusagen man droht zu ersticken und aber auch die Organe sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden, so dass viele, früher starb man sehr früh dran, heute ist es je nachdem, nach dem Grad kann man auch älter werden dabei. Und da war ein Junge, der war ungefähr 8, 9 Jahre alt, der war da mit seiner Mutter und die Psychologin sagte mir, der Junge wird wohl sterben. Und das hat mich schon bewusst oder vielleicht auch mehr unbewusst, hat mich das schon sehr auch befangen gemacht. Und auch nicht nur, dass er dieses Wissen, dass er bald sterben wird, sondern auch, als ich das Zimmer dann betrat, sehen musste, wie sehr der Junge litt. Also der lag ganz dünn und schwach in seinem Bett und die Mutter war bei ihm und es war so, man merkte, zwischen den beiden war auch Spannung, weil auf der einen Seite war das eine Mutter, die ihren Sohn loslassen musste, weil er gehen musste. Auf der anderen Seite lebte er nur noch und war einfach ein Junge wie jeder andere. Ich kam da also rein und irgendwie war dicke Luft in dem Zimmer. Und dann war ich schon so ein bisschen befangen, kann man sagen. Und dann machte ich irgendwas. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Also es war ein Schweigen, nichts, nichts war da. Flop, wie man bei uns heute sagt. Und dann machte ich was anderes und machte was anderes und irgendwann tollsten Sachen, also Akrobatik und so, was ich früher also eben so machte. Und dann irgendwann habe ich so einen banalen Luftballon genommen und habe dann angefangen, wollte den dann aufpusten. Und dann sah ich, dass die Mutter sich die Ohren zuhielt. Also ich sagte dann, oh, jetzt können wir ja über deine Mutter sprechen, sagte ich zu dem Jungen. Das ist ja gut. Und dann habe ich sie gefragt, weil ich ja wusste, dass sie auch in einem Zimmer übernachtete. Und fragte ich ihn, ja, schnarcht die im Schlaf? Fragte ich. Und dann kicherte er schon so. Und dann fragte ich, pupst sie viel? Fragte ich. Und dann. Ha, und dann ging das Lachen los und er lachte und lachte und lachte und dann war das Eis gebrochen und ich hatte so, die Tür war sozusagen offen und ich konnte mit ihm dann eine gute Zeit haben in dem Zimmer. Und 2 Wochen später kam ich ins selbe Krankenhaus und die Psychologen kamen auf mich zu und der Junge war verstorben und die Mutter hatte zu Psychologen gesagt, dass sie das letzte Mal zusammen lachen konnten, als ich da war. Und das war ein sehr schönes Erlebnis und ja, das zeigte mir einfach dranbleiben, einfach dranbleiben, einfach dabei bleiben. Natürlich, wenn die Kinder nicht wollen, dann geht man, aber es war ja so eine Schwellensituation sozusagen. Wie schütze ich mich selber? Ich schütze mich nicht. Ich konzentriere mich auf die Spielfreude. Ich glaube, dass es immer irgendwo einen Funken Hoffnung gibt und immer irgendwo einen Funken Freude gibt, immer irgendein Funken Vergnügen gibt. Und den zu suchen, das ist die Aufgabe von uns Clowns. Bin ich ein Leittier für die Künstler? Nein, das mag ich nicht, das Wort. Ich bin ein Leiter. Also, ich leite etwas weiter. Als ich angefangen habe damit vor 8 oder 9 Jahren, habe ich gesagt, was macht ein künstlerischer Leiter? Er leitet Dinge weiter. Und ich bin ein guter künstlerischer Leiter, wenn es mir gelingt, die guten Dinge, die Einflüsse von außen weiterzuleiten. Deswegen, wenn mich Leute fragen, ey, du bist ja beeinflussbar, ja, sage ich, ja, na klar, ich bin beeinflussbar. Also es wäre schlimm, wenn ich es nicht wäre. Ich darf mich natürlich nicht aus der Bahn werfen lassen und manchmal lasse ich mich aus der Bahn werfen, aber das ist okay. Also dann, solange ich wieder irgendwie
Solange ich mich wieder aufrichte. Ich glaube, dann bin ich so künstlich, wenn ich die Sachen gut weiterleite. Und manchmal leite ich auch Dinge raus weiter, die von mir selbst kommen. Aber bei weitem nicht alles. Weil es sind so viele tolle Leute bei den roten Nasen. Ich wäre blöd, wenn ich das nicht nutzen würde und nicht weiter nutzen könnte.